Gibt. Zunächst mal beim Jump eine Angelegenheit für Key, der dann auch gleich vorne ist und den verlegt. Eieiei. Chuki, 2,16 Meter groß. Da hätte ein bisschen mehr klappen können. Boah, gegen den Mann. Mal ein Statement-Duck von der Dreier unterwegs und dann passt mal einer. Werfer mit dem Dreier. Der Dreier. Die Zweier waren halt schwierig und 26 Turnover. Gut verteidigt da, sehr tough gegen Xu Peng. Und dann der Korbleger. Hat er sich jetzt mal gut durchgesetzt und er muss reingehen. So ist es. Hat natürlich, und das ist ja immer dann auch noch die alte Geschichte mit Yao Ming, bei den Chinesen eine gewisse Trauung jeweils. Nein. Rich, kein leichter Wurf, aber macht er. Hat es wieder nicht geklappt, ist er hängen geblieben. Und das ist schön gespielt. Bei den Testspielen gegen Japan konnte er sich gut einsetzen. Das erste hatte Neuseeland im allerersten Testspiel verloren. Gut hinterher geflogen und wieder. Und dann am Ende ist es dann doch. WM-Erfolg damals, der dritte Platz. Ja, dann vielleicht. Und was für ein Stil und dann der Korbleger. Also, das hat er aber mal sehr fein gemacht. Eli gibt hier auch 10 Applaus. Oh, und was der nächste Fehler der Chinesen beim Inbounds Pass. Das war natürlich weit zurückverfolgen konnte, hat man dann dieses Angebot gemacht und Anderson, der immer mit ein bisschen Risiko spielt. Aber durch ein Unrecht einer erst von ihm. Und dann der intensive physische Verteidigung von Neuseeland. Da hat er sich jetzt schön frei gemacht. Der Wurf ist immer interessant, aber wenn er trifft, hat er recht. Gute, schnelle Hände. Foto und das ist schön war. Schneller Dreier. Von Sheikh Ali. Das haben sie gut ausgespielt. Wow. Erfolgreich. Den darf er auch machen. Macht ihn auch von oben, ja. Auch der ist nicht leicht, aber man nimmt es. Der Ball ans Knie, nächster Turnover. Also bei Neuseeland ist so ziemlich der Wurm drin. Und dann aber schöner Korbleger von direkt simultan seine Wutrede ins Ohr gebrüllt. Das ist jetzt mal ein Mismatch. Cameron aus der Ecke, der Dreier. Gegen die Kanadier. Gut gezogen. Und nicht unbedingt chinesische Dominanz. Gatai hat den freien Dreier auf der anderen Seite und hat den Kareem Abdul-Jabbar Gedächtnisbrille mit Komplettumrundung um den gesamten Hinterkopf raus, damit die dann nicht so leicht runterfällt. Das ist ein guter Move und das ist näher rankommen, das wird Anderson machen, ja. Gegen 1 Verteidigung nicht so wirklich. Delaney mit dem hohen Dreier und dem
5 Punkte für ihn, 3 Assists. Und das ist stark von Lee Kaya, da haben sie... Thema, es handelt sich letztlich auch nur um ein Spiel um Platz 3 mit... klar, auch lernen wir jetzt. Der zweite. Vielleicht ja inspiriert von seinem Fußballverein aus seiner BBL-Stadt Hertha B. Etienne, der ist mit Hertha hält. Guter Zeiten. Freie Dreier und der passt. Delaney hat sich eben aufgeregt, jetzt hat er einen kleineren Gegenspieler gegen sich. Schön rausgespielt, der Dreier für Cameron und passt. Unterm Korb für Neuseeland, für die Tall Blacks. Da wird der Korb Black. Nächster Dreier. Der Floater. Und jetzt unter den Korb mit Suki. Ja, der Griffigkeit des Balles feststellen, man kann ihn auch gut in einer Hand behalten. Das ist natürlich aber verloren. Doch. Und gut. Ja, eigenen Rebound geholt und dann abgelegt, ja. Jani Wetzel, das ist die Position. Das ist leicht. Delaney, ja. Foto. Auch der kann den Haken. Dirigiert viel. Der Dreier und der ist sauber. Und für China im zweiten Viertel. Seitdem Neuseeland vorne. Und meistens auch mit den Antworten. Das ist sehr gut verteidigt, aber. Mannschaftsfoul Grenze. Ngatai raus. Und das ist wieder so ein typischer Slow-Mo-Move von. Naja, von. Terangi. Rebound geholt, Terangi und macht den Korbleger. Der war seitdem Australien und Neuseeland dazugehören, ist es halt nicht mehr so leicht. Boah, den lässt er liegen. Das kann doch nicht wahr sein. Also 2,33 Meter Länge, dann musst du den mal stopfen. Da kann doch nicht so das große Problem dabei sein. Wie gerne wäre ich so lang gewesen damals. Weiterhin extrem schwer, überhaupt in seine Offensivsysteme zu kommen. Terence macht den! Schau ruhig. Der Dribbling ist gut. Wer hat den? Gut den Ball geholt. Beinahe, wenn es den Dreier gegeben hätte, die Führung für China. Wir sind in den letzten 45 Sekunden. Schauri, der ist völlig frei unter Korb. Der Ausgleich. Schön weggestohlen hat sich da. Schiff. Stärker geworden. Und das ist wieder Terangi. Der ist am Korb vorbei. Der Rebound nehmen. Nein. Der Steal von Wetzel. Und Wetzel kriegt das Foul. Oh, das ist eine harte Entscheidung, Dennis Irobi. Vielleicht auch für die klasse Haka-Tanz-Vorführung zu beginnen. Und das ist die Führung für China. Und es bricht Jubel aus. Und jetzt das Play-In. Und die Hand von Anderson. Der spielt den Ball vor. Und jetzt spielen sie es runter. Machen sie es bis zum Ende. Ja, das wird reichen für China. Sie sind noch einmal in Führung gegangen. 69-68. Und zwar. If you like this video, please like and subscribe to be updated on my next uploaded videos, so you can watch the matches of Gilas Pilipinas in the coming FIBA World Cup 2023. Maraming salamat.